In dieser Woche fügt Nvidia seinem Cloud Gaming Dienst ganze 9 neue Spiele hinzu. Und ja, auch Capcom ist am Start mit gleich 3 Titeln aus der Resident Evil Reihe. Und natürlich gibt es auch noch mehr. Alles jetzt hier in meinem Video mit Trailer und Beschreibung und wahrscheinlich ganz viel Spaß. Ein immersives Sandbox-Detective-Stealth-Spiel, das in einer vollständig simulierten Sci-Fi-Noir-Stadt voller Verbrechen und Korruption spielt. Das ist Shadows of Doubt, welches am 24. April neu via Steam erschienen ist und jetzt auch zu GeForce Now kommt. Das als sehr positiv rezensierte Spiel kostet noch bis zum 1. Mai 17,99 € und befindet sich aktuell noch im Early Access. Um was geht es im Spiel? Denke wie ein Privatdetektiv und nimm Jobs an, um auf deinem Weg zur Ergreifung eines Serienmörders Geld zu verdienen. Spiele in einer vollständig simulierten Welt mit hunderten von Bürgern ganz nach deinen eigenen Vorstellungen. Entdecke, triff und verfolge individuelle Bürger, jeder mit eigenem Namen, Job, Wohnung und Tagesablauf, in einzigartigen, prozedural generierten Städten. In jedem Fall gibt es unterschiedliche Täter, Hinweise und Erfahrungen, an denen du deine Ermittlungsfähigkeiten testen kannst. Der Release von After Image erfolgte am 25. April via Steam und ist damit ab sofort auch über GeForce Now spielbar, falls ihr es euch für 24,99 € kauft. After Image ist ein handgezeichnetes 2D-Action-Abenteuer, das rasante Kämpfe mit diversen Charakterbuilds, nichtlinearen Leveln und einer packenden Geschichte in einer Fantasy-Welt kombiniert. Erkunde die prächtigen Landschaften und Ruinen in einer uralten Metropole und begegne auf deinem Weg mysteriösen, kolossalen Wesen und liebenswerten, umherstreifenden Geistern. Das aufregende Abenteuer dieser wunderbaren, handgezeichneten 2D-Welt erwartet dich. Ebenfalls am 25. April erschien via Steam Roots of Pasha neu, so dass ihr bei Interesse das Spiel für derzeit rabattierte 22,49 € kaufen könnt. Und dann auch natürlich über Nvidias Cloud Gaming Dienst zocken könnt. Roots of Pasha ist eine steinzeitliche Farm-Simulation. Ja, richtig gehört. Du hast die urzeitliche Wildnis durchstreift und jetzt ist es eher an der Zeit, sich niederzulassen und ein Dorf zu errichten, das Generationen überdauert. Erschaffe gemeinsam mit deinen Freunden eine florierende Gemeinschaft und entwickle die Technologien, die die Urzeit verändert haben. Entdecke Pflanzen, freunde dich mit Tieren an, werde der erste Bauer, feiere Feste und finde deine Liebe, um dein Vermächtnis wachsen zu lassen. Bramble the Mountain King nimmt dich mit auf eine spannende, verstörende Reise durch eine eindrucksvolle Welt. Du spielst die Rolle des jungen Olle, der sich aufmacht, seine Schwester aus den Fängen eines gefürchteten Trolls zu befreien. Doch in Bramble sind die Dinge nicht so ganz, wie sie scheinen. In diesem seltsamen Land mit seinen großen und kleinen Kreaturen musst du gut abwägen, wann du angreifst und wann du dich besser versteckst. In den Höhlen und Wäldern lauern viele hungrige und boshafte Bestien. Sei also lieber auf der Hut. Der Release des Spiels der Merge Games ist der 27. April. Rechnet also mit einer Spielbarkeit der Steam-Version bei GeForce Now am Abend des 27. April oder eher im Laufe des 28. April. Das Spiel kostet normalerweise 29,99 €, ist zum Einführungspreis aber um 10% rabattiert und für 26,99 € zu haben. Fans von Survival-Action-Spielen könnten sich gegebenenfalls für The Swordsman X Survival interessieren. Denn das Spiel erscheint wohl ebenfalls am 27. April via Steam, ist aber zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht verfügbar und auch nicht in Deutsch spielbar, da es sich aktuell noch im Early Access befindet. Bald soll es wohl verfügbar sein. Das Spiel kombiniert Martial Arts Elemente mit einer Open World und fordert euch bezüglich Survival und Crafting in einer großen Karte heraus. Ein richtig interessantes Setting und ein echt toller Titel, falls ihr Fans des Genres seid. Ist die etwas andere Umgebung etwas für euch Interessantes? Willkommen bei der immersivsten Pokersimulation aller Zeiten, zumindest behauptet das das Spiel Poker Club, welches ihr ab dem 27. April für eine Woche kostenlos im Epic Games Store abstauben könnt. Führe das Leben eines professionellen Pokerspielers, der an einer weltweiten Pokertour teilnimmt und schließe dich dann einem Club an, um dir in Online-Turnieren einen Namen zu machen. Da das Spiel ja auch für Multiplayer-Partien geeignet ist, wer hat also Interesse an einem Pokerturnier? Also ohne Echtgeld, versteht sich.
Das genreprägende Meisterwerk Resident Evil 2 kehrt in völlig neuem Gewand zurück und liefert eine noch fesselndere Erfahrung. Dank Capcoms eigener RE-Engine entstaubt Resident Evil 2 den Survival-Horror-Klassiker mit atemberaubend realistischer Grafik, nervenzerfetzend immersivem Audio, der neuen Schulterperspektive-Kamera und einer modernisierten Steuerung, wobei die Spielmodi des Originals absolut erhalten bleiben. In Resident Evil 2, welches neu zu GeForce Now hinzugefügt wurde, kehrt die für die Resident Evil Serie typische Mischung aus klassischer Action, spannungsgeladener Erkundung und dem Lösen von Rätseln zurück. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Jungpolizist Leon S. Kennedy und der Studentin Claire Redfield, die durch die katastrophale Epidemie die Raccoon City befallen und sämtliche Bewohner in tödliche Zombies verwandelt hat, zusammengewürfelt wurden. Für Leon und Claire gibt es separat spielbare Kampagnen, sodass Spieler der Geschichte aus verschiedenen Perspektiven erleben können. Das Schicksal dieser beiden Fanlieblinge liegt in der Hand der Spieler. Die beiden arbeiten zusammen, um zu überleben und wollen dem, was hinter dem schrecklichen Angriff auf die Stadt liegt, auf den Grund gehen. Schaffen sie es lebendig raus? Wer Interesse an diesem und anderen Resident Evil Games bei Steam hat, muss sich mal intensiv durch die verschiedenen Bundle- und Einzelspielerpreise hangeln. Denn je nachdem, was ihr genau zocken wollt, gibt es das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Aber auch diese Info sei gestattet, Resident Evil 2 ist auch ab Mai im Prime-Channel von Amazon Luna spielbar. Und auch der dritte Teil der Resident Evil-Reihe kommt in der überarbeiteten Version mit Steam zu GeForce Now. Im mittleren Westen der USA, in einer Stadt namens Raccoon City, ist eine Reihe seltsamer Fälle von Vermissten aufgetreten. Eine Spezialeinheit der Polizei, bekannt als STARS, hat den Fall untersucht und festgestellt, dass das Pharmaunternehmen Umbrella und seine biologische Waffe, das T-Virus, hinter den Vorfällen stecken. Allerdings mussten dabei mehrere Mitglieder ihr Leben lösen. Jill Valentine und die anderen überlebenden Mitglieder von STARS versuchen, diese Wahrheit bekannt zu machen, stellen jedoch fest, dass die Polizei selbst unter Umbrellas Einfluss steht und ihre Berichte sofort abgelehnt werden. Genau wie der Vorgänger Resident Evil 2 ist der Schauplatz des Spiels Raccoon City eine durch eine gänzlich neue biologische Bedrohung überrannte Stadt. Aber im Gegensatz zum Vorgänger erfahren wir hier mehr über den Anfang und vor allem das Ende des Vorfalls. Und zum Abschluss der heutigen neuen Resident Evil Spiele gibt es Resident Evil 7 Biohazard. Es geht auf seine Wurzeln zurück und öffnet die Tür für ein haarsträubendes Horrorerlebnis. In Resident Evil 7 sind Spieler so tief wie nie im Spiel und der spannende Horror ist zum Greifen nah. Schauplatz ist das moderne ländliche Amerika nach den dramatischen Ereignissen von Resident Evil 6. Spieler erleben den Terror direkt aus der Ich-Perspektive. Das Spiel verkörpert die unverkennbaren Gameplay-Elemente von Erkundung in angespannter Atmosphäre, die vor etwa 20 Jahren das Genre Survival-Horror prägt. Inzwischen bringt die völlige Überholung der Gameplay-Systeme dieses Erlebnis auf ein gänzlich neues Level. Und ich weiß ja, dass ganz viele Freunde des gepflegten Schocker-Horror-Spiels da draußen bei euch rumwabern. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich ist es nichts. Ja, schön, dass die Spiele da sind, aber entweder zocke ich abends vor meiner Klotze in meinem Wohnzimmer und dann schaue ich auf eine dunkle Terrasse. Oder ich sitze halt hier in meinem Studiokeller und da ist es auch nicht wirklich, wie sag mal, gemütlich und einladend. Ich bin da einfach zu schreckhaft. Ich bin ein Schisser, ich gebe es ehrlich zu. Deswegen, schön, dass die Spiele da sind, aber ich glaube, ich schaue es mir nicht an. Wie sieht es aber bei euch eigentlich aus? Freut ihr euch auf die Resident Evil Spiele oder ist eher Bramble the Mountain King was für euch? Schreibt es mir noch gerne in die Kommentare. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis bald und ciao. Dieses Video ist eine Produktion der Beautiful People Content Creation. Produziert mit Liebe und Leidenschaft, eigenem Equipment, unabhängig. Für euch aus Dresden in die Welt. Musik von Deichkind und Geek Music. Zwieback.